Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Haus des Geldes Korea. Das ist jetzt das koreanische Spin-off zu Haus des Geldes, das ja in Spanien produziert wurde. Und storytechnisch ist das relativ ähnlich mit ein paar kleineren Anpassungen. Grundthematik ist die, dass Nord- und Südkorea sich sozusagen vereinigt haben und in der demilitarisierten Zone eine neue Wirtschaftszone erschaffen haben, wo eben neue Unternehmen, ja aufstrebende Unternehmen Platz finden sollen und das den beiden Ländern sozusagen zugutekommen soll. Allerdings einige Jahre später ist die Schere zwischen Arm und Reich immer noch relativ groß und so entschließt sich der Professor, bestimmte Leute zu suchen, um die Münzanstalt des Vereinigten Koreas, die in dieser neuen Wirtschaftszone sich befindet, zu überfallen und dort ganz viel Geld zu drucken, wie wir es auch aus der ersten Serie oder aus der ersten Staffel oder Teil 1 und 2 von Haus des Geldes kennen. Und man muss auch sagen, das Ganze ist wirklich fast komplett wie das Original im Sinne von den einzelnen Figuren. Da wurde nicht versucht, irgendwie was anders zu machen. Das Einzige, was man hat, dass man hier jetzt halt nicht verschiedene Ethnien und Herkünfte hat, sondern einfach nur Nord- und Südkoreaner. Und das war es dann leider auch schon. Das war ja das Besondere, dass jeder so ein bisschen eine andere Kultur auch hatte und das hat man hier gar nicht mit reingebracht. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Figuren wirklich 1:1 sind. Gleiche Charakterzüge, gleiche Namen, nichts anderes großartig besonders. Und das ist leider schade, weil da wäre so viel mehr drin gewesen, dass man da eine neue Adaption draus macht, das Ganze ein bisschen kreativer, größer auffächert und vor allem von der Erzählweise her nicht 1:1 dasselbe wie in Spanien macht. Das ist eine 1:1 Remake zu dem Original und das ist einfach super schade, weil alle, die das gesehen haben, das Original, vergleichen das jetzt damit und man muss halt leider sagen, es ist schlechter, weil wir haben weniger Laufzeit für den ersten Teil sozusagen. Die erste Staffel ist ungefähr der erste Teil und die hat eben weniger Folgen, die zwar ein bisschen länger sind, aber ungefähr ein Drittel weniger Laufzeit. Und das merkt man im Ganzen an, man hat weniger Tiefgang, die Action ist bedeutend weniger bzw. auch schlechter gemacht. Das ist sehr schade, weil das hat Haus des Geldes auch ein bisschen ausgemacht. Die waren auch ein bisschen brutaler, das Ganze wirkt hier jetzt ein bisschen weichgespülter und ja etwas massentauglicher, was schade ist. Und dementsprechend ist das Ganze eine Serie, wo ich sage, hätte man sie gebraucht? Ich würde sagen, nein. Ich weiß nicht, ob der koreanische Markt nicht das Original gucken wollte und deswegen hat man jetzt einfach ein Remake gemacht, wie die Amerikaner, die immer keine europäischen Filme sehen wollen. Die machen dann ein Remake und schauen dann das, was oftmals schlechter ist. Dementsprechend ist das insgesamt leider ein bisschen enttäuschend und von der Qualität halt leider auch nicht so gut. Vor allem, weil oftmals auch die Schauspieler, die zwar größtenteils gut besetzt sind und auch dieses seriöse Schauspiel gut mitmachen, aber wir haben halt immer wieder auch mal einige Figuren, Charaktere oder auch Dialoge, wo dann wieder mit groß aufgerissenen Augen gesprochen wird. Und man muss sagen, die deutsche Synchro verstärkt das an manchen Stellen. An anderen Stellen ist es aber auch im Original so übertrieben. Und dementsprechend ist das leider so ein bisschen, was mich immer persönlich stört. Das war auch bei Squid Game so, dass das Schauspiel an vielen Stellen einfach so dieses übertriebene asiatische Overacting war. Hier hatte man es an einigen Stellen auch, aber bedeutend weniger. Da hat man eher versucht, das Ganze etwas ja, seriöser rüberzubringen und es versucht nicht mit dem Overacting zu übertreiben. Dementsprechend ist das insgesamt eine Serie, wo ich sagen kann, ich hätte sie nicht gebraucht. Ich gebe der Ganzen jetzt hier nur 2 von 5 Punkten. Mal schauen, was da noch mit der zweiten Staffel kommt, weil beendet ist es nach dieser Staffel halt leider nicht. Mal schauen. Dementsprechend, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!